So, guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mich gerade fresh gemacht für die Arbeit. Gehe in einer halben Stunde los. Ich hatte jetzt Bock, mit euch nochmal über ein weiteres Reel zu sprechen, also auf ein weiteres Reel zu reagieren, und zwar auch wieder das von Sandra. Ich hatte gesehen, dass es eigentlich ganz gut ankommt. Deswegen würde ich es einfach wieder fortführen und dann könnt ihr mir auch sagen, wie ihr das findet. Ich habe jetzt heute darauf aufgepasst, dass wirklich nichts in meinem Gesicht ist. Ich kann das selber auch einfach nicht mehr. Oh, ich merke gerade, ich muss die Batterie kurz wechseln. Moment. So, jetzt habe ich die Batterie gewechselt und jetzt können wir uns wieder Sandras Reel widmen. Ich habe mir übrigens so ein bisschen so ein paar Sommersprossen gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Findet man das schön? Ja oder nein? Ich bin gerade noch ein bisschen rumexperimentieren. Aber gut, dann würde ich sagen, legen wir los, oder? In dem Reel spricht Sandra über die zweite Folge Prominent getrennt. Und ja, ich finde es wieder spannend, welche Gedanken sie hat. Dazu muss man wissen, Sandra ist ja mit dem Ex-Tommy und Max Bormann kommt rein, mit dem hatte sie wohl was. Und aber auch der Ex von Melina kommt auch noch rein und mit dem hatte sie anscheinend auch was. Oder nee, sie war mit dem wohl unterwegs. Also auch wieder sehr spannend, gell? Aber wir sind ja hier, um ein bisschen zuzuhören. Deswegen hören wir uns mal ihre Gedanken dazu an. Aber fangen wir einfach direkt mal an mit dem Max. Der meint, sagen zu müssen, dass die Sandra immer am Lügen ist und sonst irgendwas. Ich glaube, ich bin halt einfach eine Person, die ihm mal gesagt hat, dass das so nicht geht, sein Verhalten. Ja? Und ich kann auch jetzt dazu sagen, ich bereue die gewisse Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, ein wenig, weil ich es sehr schade finde, wie ein Mensch so sein kann. Wenn ich jetzt so mir den Trailer von ihm anschaue, wie er da mit dieser Red Flag steht, oben auf dem Felsen und so, auch noch stolz darauf ist, dass er halt im Fernsehen, dass es ihm egal war, was seine Freundin davon hält, dass er da fremd geht und so. Ich weiß nicht. Also ja, du siehst total toll aus und so. Das Thema haben wir ja jetzt. Das hatte ich letztens auch in meiner Story drin. Aber irgendwann reicht's auch. Also irgendwann reicht's auch. Und ja, dass ich jetzt nicht der größte Max-Fan bin, das könnt ihr euch ja sicherlich denken. Jo, Karl spricht hier so ein bisschen über Max und scheint nicht so amused zu sein. Also dass die nicht mehr der größte Fan von Max ist, glaube ich, kommt ganz wenig raus, also aber nur ganz dezent und leicht. Es ist fast nicht zu hören, rauszuhören, dass sie ihn hasst, aber sie kritisiert halt so ein bisschen die Art, wie er sich so darstellt. Ich glaube, darüber kann man definitiv diskutieren. Gut, dass die beiden Ex-Lovers sind und wahrscheinlich nicht mehr so viel voneinander halten. Haben wir gesehen, ne? Auch schon bei You The One. Und deswegen ist es eigentlich nicht überraschend, dass sie jetzt nicht so tolle Worte für ihn findet, gell? Dann gab es eine Situation mit dem Tim. Beim Tim war das so, dass ich in Stuttgart war und er mir geschrieben hat, ob wir uns sehen wollen. Dann sind wir zusammen auf den Wiesen gegangen, das sagt man irgendwie so da, das hört sich voll komisch an, aber den Wiesen. Meine Bestfreundin war auch noch mit dabei, wir sind Achterbahn gefahren, wir haben was Leckeres gegessen. Es war auf jeden Fall sehr lustig, wir haben uns gut unterhalten, wir haben unsere Stories gemacht, weil jetzt habe ich ja dort in der Folge, habt ihr ja auch herausgefunden, dass er gesagt hat, zu 50% war das Treffen gewollt, zu 50% habe ich das extra gemacht, um Melina eifersüchtig zu machen. Da frage ich mich so, wie alt ist der Tim? Also wie alt bist du, dass du das machen musst? Aber okay, gut. Da kommen wir aber auch nochmal irgendwann zu. An sich kann ich euch sagen, das war's. Also wir haben uns ganz normal getroffen, wie normale Freunde, die einen Tag auf der Kirmes verbringen. Und das war's. Man muss nicht mit jedem ins Bett gehen. Ich weiß, es ist sehr schwer für manche, für euch zu verstehen. Aber es ist nun mal so, ja. Ich habe nichts mit Tim gehabt und ja. Entschuldigung, wen meint sie mit manche und wen meint sie mit euch? Entschuldigung, ich hoffe, sie meint jetzt nicht alle, die sich dieses Video zuschauen. Honey, ich glaube, du bist diejenige, die auf dem Hot Seat sitzt und ja, öfters quasi in diesem ganzen Dreiergespann-Drama steckt. Nicht wir, please. Lass uns aus deinem Drama raus, Girl, bitte.
die so, es ist für euch schwer zu verstehen. Und ich gucke mir so, ich denke so, wer ist euch? Ja, also sie spricht ja hier über die Situation mit Tim. Tim hatte das tatsächlich in Folge 2 gesagt, dass er das 50-50 sich mit ihr getroffen hatte, weil er es wollte, und 50%, um Melina eifersüchtig zu machen, wo ich mir auch denke, toxic? Warum? Also vor allem, dass er das sagt noch, ne? Der hat die Balls, sich hinzusetzen und vor laufender Kamera sowas auszusprechen. Ja, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ich glaube, der ist schon noch recht jung. Ich glaube, Mitte 20. Finde ich auch anstrengend. Das Ding ist halt auch, dass die Sandra ja auch immer so ein bisschen hingestellt wird als diejenige, die sofort die Kamera zückt, sobald sie mit irgendeinem Typen aus der Trash-TV-Welt unterwegs ist, um quasi so ein bisschen die Schlagzeilen anzukurbeln. Und dann kommt raus, dass er sie eigentlich gefragt hat. Und das ist dann auch wieder unfair, gell? Also kann ich sie schon verstehen, dass sie sich da vielleicht ein bisschen ausgenutzt fühlt. Und ja. Situation Tommy, Melina, Sandra. Kann ich euch auch direkt was dazu sagen? Natürlich kommt das sehr komisch rüber. Ich bin nicht in einer Beziehung mit Tommy und rede dann von Eifersucht und hast du nicht gesehen und so. Ich habe zum Glück auch Sarah gehabt, die mit mir darüber gesprochen hat. Ich habe einfach einen Triggerpunkt in dem Moment gesehen bei mir, bei Tommy, beziehungsweise bei Melina. Ich habe kein direktes Problem mit Melina. Ich meine, ihr habt das ja auch gemerkt. So viel zum Thema zum Begrüßen. Der Kim wollte ich definitiv keine Hand geben, weil sie ein sehr schlechter Mensch zu mir war. Kurzer Einschub dazu. Also man muss dazu sagen, Melina und Sandra haben eigentlich so gut wie gar keine Berührungspunkte. Die haben einfach nur indirekte Berührungspunkte durch die Typen in den Shows. Also Melina und Tommy waren ja bei Are You The One, Reality Stars in Love, und haben da ein bisschen angebandelt. Und anscheinend war es so, dass er aber eigentlich im Backend sich die Sandra gesaved hatte und trotzdem die Show gegangen ist und dann so getan hat, als wäre Single, um dann im Nachgang mit Sandra zusammenzukommen. Und das hat sich dann rausgestellt. Ich glaube, Melina war nicht amused, verständlich. Die beiden Frauen aber haben aber eigentlich kein Beef sozusagen. Und ja, also that's it. Also deswegen ist es dann auch das Mindeste, wenn sie sich da begrüßen. Die haben keinen Stress. Und mit Melina bin ich auch nicht Best Friends, aber wir konnten uns umarmen. Versteht ihr, was ich meine? Es geht, wenn man will. Aber es gibt einfach Dinge, wenn man mich beleidigt, sehr respektlos über mich ist und sonst irgendwas mir vorwirft, Sachen erfindet, um mich schlecht dastehen zu lassen, gebe ich dir definitiv nicht die Hand. Nicht in diesem Leben und auch nicht im nächsten Leben. Aber ich kann Anstand besitzen, auch wenn ich mit Melina nicht cool bin. Ich kann sie umarmen, ich kann sie begrüßen. Ja, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, es hat gar nicht an sich was mit Melina zu tun. Ich glaube, sie ist halt einfach nur da reingeraten, weil sie damals der Grund war, weswegen Tommy mich angelogen hat. Es war so, dass er gesagt hat, er hatte was mit der Valentina bei Are You The One. Und dann haben wir 3 Wochen miteinander Zeit verbracht. Wir waren in Köln, in München, in Berlin. Ihr habt das alles nicht mitbekommen, weil wir da undercover unterwegs sein mussten. Und dann hat er mir am letzten Tag, wo sein Flug ging nach Nizza, hat er mir gesagt, Sandra, ich muss dir noch was sagen. Ich hatte auch was mit der Melina. So, und das war halt für mich so ein Ding, wow, krass, wie viel soll ich noch schlucken? Und ich war aber an diesem Punkt so weit in ihn verliebt, dass ich ihn hätte nicht aufgeben können. Kurze Frage, Frau Professorin, hatte Tommy was mit Melina bei You The One? Ich dachte, der hätte eigentlich nur so ein bisschen mit der so rumgeschäkert, aber nichts richtig mit ihr was gehabt, wisst ihr? Also die für die ganzen Pros der Trash-TV-Szene, wisst ihr da was? Also ich habe da nichts gesehen. Sie haben sich doch nicht mal geküsst, oder? Aufgrund von diesen Sachen und deswegen, ich weiß nicht, ob er es clever gemacht hat, ob ich da meine rosa-rote Brille anhatte oder sonst irgendwas. Viele sagen ja auch immer so, Sandra, du hast ihm damals schon sehr viele Sachen verziehen. Ich muss dazu sagen, wir waren halt zu dem Zeitpunkt definitiv nicht zusammen. Aber im Nachhinein betrachtet, wenn ich jetzt, Stand jetzt, jemand Neues kennenlernen würde, wo wirklich kennenlernen Interesse hier ist, also ganz oben ist,
gibt es da keinen anderen und keine andere. Das funktioniert nicht mehr, weil das mag ich nicht. Und deswegen will ich euch erklären, das war, glaube ich, so ein Triggerpunkt, die beiden dann so zusammen auf der Couch zu sehen. Und da wollte ich einfach drüber reden. Ich wollte einfach meine Gefühlslage loswerden. Bin auch froh, dass die Sarah mir dazugehört hat, mir natürlich auch geholfen hat, indem sie ihre Meinung sagt, indem sie sagt, sie versteht mich, aber ich soll nichts dazu sagen. Und ja, das ist halt einfach, ich schäme mich auch nicht für meine Gefühle in dem Moment. Bin ich ganz ehrlich. Also so Sachen zu lesen, die darf gar nicht sich dafür interessieren und dann soll sie mal denken, was sie gemacht hat bei Temptation und so. Kann ich euch auch ganz kurz was zu sagen? Okay, wait a minute. Hold on. Sandra, bevor sie jetzt was zu Temptation sagt, kurzer Einwurf jetzt nochmal zu der Situation, in der sie halt bei Prominent getrennt sagt, dass es sie triggert, wenn oder stört, wenn Tommy was mit einer Medina hat. Zwei Sachen. Durch die Art und Weise, wie sie das verargumentiert, verstehe ich es und kann es auch nachvollziehen, dass aufgrund der Vorgeschichte Melina grundsätzlich einen Triggerpunkt darstellt. Jetzt verstehe ich auch ein bisschen mehr, warum sich beide Frauen nicht so ganz grün sind. Einfach wegen dieser ganzen Historie so. Aber ja, ne? Aber dass ich trotzdem Hallo sage, finde ich gut. So, dann, also das alles kann ich nachvollziehen. Was ich nicht, also der Punkt, ab dem ich mein Verständnis so ein bisschen nachlässt, ist halt der Punkt, wo ich mir halt denke, so dadurch, dass die halt jetzt 1-2 Jahre getrennt sind, ich weiß nicht wie lange schon, sollte sie jetzt mehr sich auf sich fokussieren, zu ihrer eigenen Gesundheit, sollte sich darauf fokussieren, zu heilen. Und das zeigt einfach nochmal viel mehr, dass sie im Heilungsprozess noch nicht mal am Anfang ist, sondern nicht mal in der Mitte, weil im Sinne von loslassen und der Boy ist mit einer anderen zusammen, sollte man einfach so ein bisschen Abstand zu der ganzen Sache haben, sodass man so etwas einen vielleicht nicht mehr so allzu sehr triggert. Wisst ihr, was ich meine? Also es heißt nicht, dass sie jetzt nicht mehr irgendwie getriggert sein soll. Es geht einfach nur darum, zu welchem Maß ist sie getriggert. So wie Sarah das auch sagte, schluck's runter. Ja, weil es hat dich auch tatsächlich nichts zu interessieren, weil getrennt seid, also so wirklich faktisch getrennt. Und zweitens, also dann hast du auch keine Forderung an ihm zu stellen. Ich sage auch nicht zu meinem Ex-Mann, also ich bin nicht verheiratet, aber hypothetisch sage ich auch nicht zu meinem Ex-Mann, kannst du bitte noch Miete überweisen, weil eigentlich hatten wir mal eine Verbindung und es wäre schon cool, wenn du dieser Verbindung weiterhin nachgehst. Also es gibt halt keine Verpflichtung mehr. Und deswegen ist dann diese Aussage tatsächlich schon ein bisschen kritisch anzusehen. Da verstehe ich schon, dass viele sagen, Honey, du hast nichts mehr zu melden, checkst du das? Und aber ich verstehe natürlich, dass sie getriggert ist, aber das zeigt einfach nur, dass sie einfach noch nicht ansatzweise angefangen hat, das Ganze so richtig zu verarbeiten oder vielleicht dann noch so ein bisschen vermeidet, dass es wirklich komplett aus ist. Wie seht ihr das? Temptation Island war abgesprochen vorher mit Tommy, was wie passieren könnte, weil du weißt ja, auf was du dich einlässt. Ich wusste nicht, auf wen ich mich damals einlasse. Wo ich ihn kennengelernt habe, hat er zu mir gesagt, Sandra, du bist die Einzige für mich, Sandra und so und so. Und hat bei Ex on the Beach auch was gemacht. Und Tommy hat gesagt, Sandra, ich habe das und das gemacht. Mehr nicht. 3 Wochen später, ach ja, ich habe übrigens doch was gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Also Temptation mit dem zu vergleichen, finde ich, geht nicht. Aber okay, das ist alles in Ordnung, alles gut. Ich sage euch jetzt hier nur meine Meinung und rechne sowieso damit, dass es dem einen oder anderen nicht gefällt, aber interessiert mich auch nicht mehr. Also bei Temptation, das finde ich so spannend, weil danach deren Beziehung auseinandergegangen ist. Und das ist halt, also wenn das jetzt hier so ein Kriminalfall wäre und man Beweise sammeln würde, dass ein Tommy sie vielleicht einfach echt halt auflaufen lassen, dann würden immer mehr Beweise ans Licht kommen, Leute. Und ich als Professor, Doktor, Kommissarin, ja, wie ich hier sitze, würde sagen, der Fisch stinkt zum Himmel. Sagt man das so? Aber irgendwas ist hier faul. Ich weiß nicht, wisst ihr das? Merkt ihr das? Also irgendwas lässt mich da nicht los, dass wirklich die da reingegangen sind, auch gesagt haben, hey, wir triggern die Zuschauer ein bisschen und liefern Szenen.
damit wir Show machen und er am Ende das genutzt hat, um sie loszuwerden. I don't know. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie nagelt mich nicht fest. Ich will auch niemandem was zu unterstellen, aber irgendwie ist das Ganze ganz komisch, weil ein Mann, der dich noch will, du hast nichts gemacht und dann. Also, das ist ganz, ganz komisch, die ganze Story. Und ja, ne? Man hat ja, die sagt ja auch, sie hat auch super viel verziehen. Ja, man hatte eh das Gefühl, wie gesagt, wie immer, manche Frauen wollen Typen so sehr, dass sie bereit sind, alle ihre Werte und alles, was die überhaupt haben, Slip, Werte, alles, Strategien über Bord zu werfen und nur um diesen Mann zu halten. Also bei Ex on the Beach erinnere ich mich tatsächlich noch dran, wo er sagte, ich mache nichts, wenn du raus bist. Und dann hat er mit Vanessa Mariposa geschlafen. Hat sich zwar dann mit Susanna entschieden, aber es ist einfach zu viel. Und was gibt's noch? Was haben wir noch so Spannendes? Ach ja, die Situation mit Kim. Ja, was soll ich da großartig zu sagen? Ich finde, wenn man sich aus Versehen anrempelt, ja, weil da ein Vorhang war, ist halt ungünstig gewesen, dann geht man auf Seite und so, von mir aus musst du dich nicht entschuldigen, alles gut, das hat aber was mit Anstand eigentlich zu tun. Aber sie hat halt den hier noch gemacht, weil sie wusste, dass ich es bin. Und das fand ich einfach echt kacke. Und jetzt natürlich noch so mitzubekommen, wie sie reingeht und sagt, ja, mit der Piep, 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 Piep hast du nicht zu reden und so dem Emanuel zu verbieten, mit mir zu sprechen, ist halt einfach richtig dämlich. Aber gut, Emanuels Entscheidung, was er da wie macht, ja, ist nicht mein Team. Mehr werde ich dazu gerade auch noch nicht sagen, weil in der Vorschau haben wir ja schon gesehen, dass Folge 3 auf jeden Fall nochmal ein bisschen krasser wird. Und ansonsten, So, das ist jetzt nochmal die nächste Situation, in der Sandra involviert ist. Das ist jetzt in dem Fall mit, wie heißt die, Kim Virginia, die sie ja dann quasi anrempelt, als sie dann quasi durchmischte. Und ich glaube, davor passiert dann, dass der Emanuel irgendwas an seinen Zähnen macht oder an seiner Haut, ich weiß es nicht. Und Sandra ihm dann quasi anbietet, ihm irgendeine Creme zu geben und andere zusätzlich dann angerempelt wird von Kim, sich dann gut, Gott sei Dank, verteidigt. Endlich macht diese Frau den Mund auf. Ich dachte mir schon, boah, wenn die da nichts sagt, wird Kim Gulasch aus ihr machen. Und ja, im Nachgang geht dann die Kim, die Queen der Menschheit, zu dem Emanuel und verbietet ihm mit Sandra zu reden, wo ich mir denke, so, hast du den Schuss eigentlich gehört, Mädchen? Und ja, also ich glaube, wir sind uns einig, dass Kim da sehr übers Ziel hinausschießt. Sie möchte polarisieren, sie möchte Bad Bitch sein, aber ich glaube, wir können alle eidesstattlich unterschreiben, dass sie ein bisschen übertreibt, gell? Dass es ein bisschen grenzwertig ist, was sie macht. Und vor allem eben auch unter die Gürtellinie geht, weil sie einfach super beleidigend ist. Ich weiß nicht, was daran ein Queen-Verhalten ist. I don't know. Müsst ihr mir erzählen. Und ja, finde ich halt schwierig. Ich finde es eigentlich ganz gut für, also genau, Sandra teasert auch Folge 3 hier an. Schreibt mir mal, ob ihr für euch das interessant wäre, wenn ich darauf reagiere. Ich überlege halt immer, wie ich den Content hier gestalte, ob ich auf ganze Folgen reagiere. Das ist halt natürlich super viel Aufwand. Aber gerade weil diese dritte Folge auch echt brisant wird. Ich glaube, Kim rutscht da die Hand her ein bisschen aus und ich glaube, das wird wieder sehr für Diskussionsmaterial sorgen. Genau, schreibt, wenn das für euch interessant wäre, dann würde ich darauf reagieren. Ansonsten würden wir einfach grundsätzlich um Themen rund um die Folge uns anschauen und besprechen. Aber ich finde jetzt grundsätzlich die Art und Weise, wie Sandra jetzt diese Folge analysiert, finde ich auch wieder recht reflektiert. Nur den Part mit Tommy, also dass er mit Melina chillt, dass es gerechtfertigt wäre, dass sie das anspricht, dass es ihn, sie triggert bei ihm und er sich zurückhalten müsste, finde ich nicht okay. Er schuldet ihr da nichts mehr, die sind getrennt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie die auch frisch getrennt sind, dass er sich da irgendwie zurücknehmen müsste. Sie sind halt schon ewig getrennt, hat eine neue Freundin zusätzlich. Also, es sind halt so super viele Sachen.
Auf der anderen Seite, dass sie grundsätzlich das so empfindet, ist ja völlig okay. Ne? Sie muss dann natürlich schon schauen, warum sie das noch empfindet und warum sie da nicht vielleicht schon in dem Stadium ist, wo es ihr nicht mehr so viel ausmacht. So, wisst ihr, was ich meine? Wie lange willst du da noch hängen bleiben? You know? Wie seht ihr das? Schreibt mir dazu. Und ja, ich glaube, ich würde im nächsten Video dann auf Paulina, also mir Paulina und Tommy schnappen und auf deren Reaction reacten, weil ich da natürlich auch sehr viele Elemente sehr spannend finde, sehr problematisch. Und ja, ich bin jetzt durch. Ich düse jetzt zur Arbeit, habe jetzt meine Haare noch gemacht und bin ready mit meinem Fake Fretless hier. Und ja, ich würde sagen, ich schneide das Video wahrscheinlich heute Abend. Vielleicht kommt es heute noch online, aber wahrscheinlich erst morgen, weil ich heute noch tanzen gehe. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, aber ich versuche es. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zugucken, gib mir dein Feedback und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis